Kapitel 20 Hermine. Das ist doch echt frustrierend, maulte Ginny. Hier gibt es einfach nichts Gescheites. Außerdem habe ich keine Lust, das Gleiche zu tragen wie Pansy Parkinson oder eine der anderen dummen Schrullen. Genau, was sollen wir nun machen? Fragte Parvati gekränkt. Ich grinste. Folgt mir, Mädels, ich habe da eine Idee, sagte ich motiviert und stampfte davon. Es fühlte sich nicht so an, als würde mir jemand folgen, also drehte ich mich noch einmal um und starrte in verwirrte Gesichter. Ich verdrehte meine Augen. »Ja, was ist, Mädels? Wollt ihr nun ein Kleid oder nicht?« fragte ich. Endlich hatten sie es kapiert und sie folgten mir. Vor dem Laden angekommen, ging es mit der Verwirrung einfach weiter. »Und da sollen wir unsere perfekten Kleider finden?« fragte Parvati skeptisch und deutete auf ein altes, gemauertes Gebäude. »Natürlich!« antwortete ich knapp und ging als Erste durch die Tür. »Hermine, warte!« hörte ich Ginny noch rufen, aber ich war bereits durch den Vorraum gegangen und stand nun in einem der luxuriösesten Läden, die ich jemals betreten hatte. Ich schaute mich nach dem Besitzer Tobias Wildfield um, aber ich konnte ihn nirgends finden. Im dritten Schuljahr bin ich einmal durch Zufall auf den Laden gestoßen. Es war bei einer der Schneeballschlachten mit den anderen Schülern. Ich versteckte mich vor Ron und Simus, die es auf mich abgesehen hatten, und das erste Gebäude, in das ich rannte, war Tobias Geschäft. Seitdem habe ich niemandem von diesem Laden erzählt, aber dies war ein Notfall. Es ging immerhin um unseren letzten Weihnachtsball. Die Mädchen waren sprachlos, als sie sich endlich durch die Tür getraut hatten. »Wow!« war das Einzige, was Ginny noch sagen konnte. »Hier werden eure Träume wahr«, sagte ich freudestrahlend. Und schon stürzten sich alle in die Richtung der Abendkleidung. Die Auswahl war einfach unglaublich. Überall glitzerte und schimmerte es. Es war wie ein Märchen. Nach einigen Minuten war Parvati die Erste, die fündig wurde. Sie wollte dieses Jahr nicht mit einem traditionellen Sari auftauchen. Klar, sie wollte ihre Kultur bewahren, aber eben auf eine moderne Art und Weise. Sie stand nun in einem türkisen Kleid mit goldenen Details vor uns. Mit dem richtigen goldenen Schmuck auf Körper und Haar standen einem modernen und dennoch traditionellen Outfit nichts mehr im Weg. »Du siehst wunderschön aus«, sagte ihre Schwester glücklich und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Einfach wunderschön!« Während Ginny und Padma ebenfalls auf der Suche nach einem Kleid waren, machte ich mich auf die Suche nach Tobias. Der Laden entpuppte sich als wirklich riesig, sodass er überall hätte sein können. Ich machte mir nicht wirklich etwas aus dem Kleiderkauf. Immerhin hatte jeder der anderen einen Partner für den Ball. Da war es angemessen, sich auch einmal herauszuputzen. Aber für wen sollte ich mich schon hübsch machen? Ich hatte noch ein schwarzes Kleid vom letzten Geburtstag meines Vaters. Das dürfte wohl genügen. Gedankenversunken spazierte ich durch den Laden, vorbei an unzähligen Kleiderständern und Handtaschen. Hier war es nicht leicht, einen Überblick zu behalten. Plötzlich hörte ich ein klirrendes Geräusch, welches mich aufschrecken ließ, dass ich stolperte und eine der Schaufensterpuppen umstieß. Mist, wieso musste ich immer so ungeschickt sein? Was war das überhaupt für ein Geräusch? Ich sah mich um, konnte jedoch niemanden entdecken, auch die Ursache des Klirrendes nicht herausfinden. Beim Aufheben der Puppe konnte ich meinen Augen nicht trauen. Sie trug das schönste Kleid, das ich jemals gesehen hatte. Wie in Trance richtete ich die Puppe wieder aufrecht und betrachtete das Kleid. Dass die anderen wegen des lauten Knalls zu mir geeilt waren, bekam ich gar nicht mehr mit. Das Kleid war bordeauxrot und bodenlang. Am Hinterteil war es etwas länger geschnitten und die Spaghetti-Träger betonten den runden Ausschnitt. Außerdem glänzte es in einem seidigen roten Stoff. Es war einfach wunderschön. »Hermine, ist alles in Ordnung?« fragte Ginny besorgt und riss mich aus meinen Gedanken. »Wow, das ist ja ein tolles Kleid. Ziehst du es für uns an?« fragte sie außerdem neugierig. »Sollte ich das wirklich tun?« »Meint ihr echt?« fragte ich unsicher. »Das Kleid würde sicher ein Vermögen kosten und außerdem würde es bestimmt sowieso nicht stehen.« Doch die Mädchen konnten mich überreden. Ich verzog mich in die nächste Umkleide und ließ die rote Seide über meinen Körper gleiten. Passt wie angegossen. Ich konnte es kaum fassen. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so wunderschön gefühlt wie in diesem Moment. Das Kleid schmeichelte meinen Kurven und passte perfekt zu meinen wilden braunen Haaren. »Bist du eingeschlafen, Hermine?« kam es von draußen ungeduldig. Schüchtern öffnete ich den Vorhang, und den anderen Mädchen fiel die Kinnlade fast zu Boden. Ginny schlug die Hände vor den Mund. »Und?
Wie findet ihr's? Man sagt schon etwas, sagte ich unsicher. Sie waren absolut sprachlos. Hermine, das ist das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, kam es endlich von Ginny. Du siehst aus wie eine Prinzessin, nein, wie eine Königin, eine richtige Frau, bemerkte Parvati an. Padma fehlten die Worte. Wunderschön, brachte sie nur heraus. Ich wurde rot. Ach, hört schon auf, ihr seid genauso schön. Noch einmal drehte ich mich zu dem großen Wandspiegel. Das war's. Ich hatte mein perfektes Kleid gefunden. Was kostet es? Fragte Ginny vorsichtig. Mist, das hatte ich total vergessen. Ich schluckte und Ginny schaute auf das Preisschild auf der Rückseite des Kleides. 940 Gallionen und 8 Sickel, sagte Ginny nun leise. Ich war schockiert. Das konnte ich mir beim besten Willen niemals leisten. Und ich konnte auch niemals in so kurzer Zeit so viel Geld auftreiben. Auch meine Eltern zu bitten würde nicht in Frage kommen. Vor allem, weil ich das Geld erstmal in Gallionen umtauschen müsste. Jetzt meint es das Schicksal einmal gut mit mir und dann so etwas. Das kann ich mir nicht gleich leisten, sagte ich traurig. Nach einem letzten Blick in den Spiegel schlüpfte ich aus dem Kleid und hängte schweren Herzens auf den Kleiderständer zurück. Tut mir echt leid, Mine, flüsterte Ginny und streichelte meine Schulter. Ja, Hermine, uns auch. Ist ja echt blöd gelaufen, sagten die Zwillinge. Ich seufzte. Schon okay, Mädels, ihr habt eure Kleider und das ist die Hauptsache. Auch Padma und Ginny hatten perfekte Kleider gefunden. Ginnys Kleid war dunkelblau und voll mit Glitzersteinen besetzt. Außerdem hatte es einen Rückenausschnitt, der bis oberhalb des Pos ging, und die A-Linie betonte Ginnys Körper ausgesprochen gut. Padma hingegen entschied sich für ein silbernes, ebenfalls bodenlanges Kleid. Es hatte auf der linken Seite einen Schlitz, durch den man ihr linkes Bein bis zur Mitte des Oberschenkels sehen konnte. Wir alle waren in den letzten Jahren zu jungen, selbstbewussten Frauen herangewachsen. Als wir Richtung Kasse liefen, tauchte auch endlich Tobias Wildfield auf. »Oh, Hermine, welch eine Überraschung! Seid ihr fündig geworden?« fragte er freundlich. »Meine Freundinnen, ja«, antwortete ich so nett wie möglich. »Du etwa nicht?« fragte er nur verwundert. Ich wollte ihn nicht verärgern und schämte mich auch dafür, nicht genug Geld für das rote Kleid zu besitzen. Also sagte ich nur, »Ich habe noch ein Kleid vom letzten Jahr, welches ich tragen werde.« »Es würde doch das langweilige Schwarz werden.« Nachdem die anderen ihre Kleider bezahlt hatten, bedanken wir uns noch bei Tobias und verabschiedeten uns. Bis zum nächsten Mal. Beim Verlassen des Gebäudes hörte ich plötzlich außer Tobias Stimme noch eine andere, mir vertraute Stimme. »Sind Sie fündig geworden, Mr. Malfoy, Mr. Sabini?« »Ja, vielen Dank, Tobias. Wir sind zufrieden«, antwortet nun kein geringer als Draco Malfoy. Draco. Die Mädchen hatten echt Nerven, so viele verschiedene Kleider anzuprobieren. Nach einiger Zeit zuschauen wurde es mir allmählich zu langweilig. Sie waren zu weit weg, um die normalen Sätze zu verstehen. Das Gekreisch jedoch bei jedem neuen Kleid war unüberhörbar. Irgendwann schien es auch Hermine zu reichen, denn sie machte sich auf den Weg in meine Richtung. Scheiße, ich musste mich irgendwo verstecken. Ich duckte mich weiter, sodass ich auf den Boden kriechte. Sie war wohl auf der Suche nach Tobias. Sie konnte ja nicht wissen, dass dieser immer noch mit Blaze beschäftigt war. Ihre braunen Haare hatten sie zu einem lockeren Dutt gebunden und ihre Backen hatten eine rote Farbe. Gedankenversunken streifte sie durch die Kleiderständer und kam immer näher. Ich ging noch einige Schritte zurück, als ich plötzlich gegen ein Regal stieß. Zu allem Unglück war das Regal voll mit Ketten und allen möglichen Schmuck, welcher natürlich zu Boden fiel. Mein Atem stockte. Das musste sie einfach gehört haben. Sie erschrak sich und stolperte nun rückwärts gegen eine Schaufensterpuppe. Gesehen hatte sie mich Merlin sei Dank jedoch nicht. Ich schlug mir die Hand vors Gesicht, um ihren Namen nicht zu schreien. Hoffentlich hatte sie sich nicht wehgetan. Im Nu waren auch schon die anderen Mädchen angerannt, denn es hatte einen lauten Knall gegeben. »Hermine, ist alles in Ordnung?« wollte das Mieselmädchen wissen. Doch Hermine schien sich nicht mehr ganz bei Sache zu sein. Hatte sie sich den Kopf gestoßen? »Wow!« »Das ist ja ein tolles Kleid. Ziehst du es für uns an?« Sie deutete auf das Kleid, welches die Schaufensterpuppe trug, und endlich sagte Hermine etwas. »Meint ihr echt?« fragte sie. Meine Augen weiteten sich. Endlich würde auch Hermine ein Kleid anprobieren, und dazu auch noch mit einem Kleid, das so wunderschön war.
Sie machte sich auf den Weg zurück in den Umkleiden. Ich musste einfach dabei sein, wenn Hermine mit dem Kleid herauskommen würde. Also folgte ich ihnen unauffällig und verkroch mich hinter einem Regal. Meine Hände schwitzten und ich konnte es nicht mehr abwarten. Und endlich öffnete sich schüchtern der Vorhang. Mir blieb der Atem stehen. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie ein so wunderschönes Mädchen gesehen. Das rote, bodenlange Kleid schmeichelte ihrem Körper. Ihren langen braunen Haaren fiel über den runden Ausschnitt. Eigentlich war es nur ein schlichtes rotes Kleid, aber sie sah aus wie eine Königin. Auch die Mädchen schienen sprachlos zu sein. »Und? Wie findet ihr's? Nun sagt doch schon etwas«, bat Hermine. Und die anderen Mädchen waren wohl genauso begeistert wie ich. Sie mussten das Kleid einfach tragen. Es war wie maßgeschneidert und damit kannte ich mich gut aus. Hermine betrachtete sich im Spiegel und auch ich. Ihr schien es zu gefallen. Ihre Augen strahlten. Ich hatte sie lange nicht mehr so glücklich gesehen. »Was kostet es?«, fragte die Weasley. Und Hermines Gesicht stürzte ab. Sie hatte wohl keine Ahnung von dem Preis des Kleides. 940 Gallionen und 8 Sickel«, hörte ich leise. »Wow, das war ganz schön teuer für ein solches Kleid. Das musste selbst ich zugeben.« Hermines gute Laune war nun völlig verflogen. »Das kann ich mir nicht leisten«, flüsterte sie traurig. Ich konnte es absolut nicht mit ansehen, wenn Hermine traurig war. Es brach mir mein Herz. Sie hängte es zurück auf den Kleiderständer und die Mädchen suchten die Kasse. Als sie außer Sicht waren, atmete ich erleichtert auf. Sie hatten mich nicht entdeckt. »Sag mal, Dray«, kam es plötzlich von Blaze. Erschrocken drehte ich mich um. »Bist du auf dem Boden gelegen oder wieso bist du so dreckig?«, fragte er grinsend. »Psst! Blaze, nicht so laut! Nicht, dass sie uns noch bemerken«, flüsterte ich. »Bemerken?« Blaze schien verwirrt. »Wer soll uns denn bemerken? Hermine, Padma und die anderen sind ebenfalls im Laden. Gerade auf dem Weg zur Kasse. Komm!« sagte ich und schnappte mir das Kleid vom Ständer, welches Hermine gerade noch trug. »Sag mal, du willst aber nicht mit dem Kleid auftauchen, oder?« fragte Blaze lachend. »Ach, Blaze, sei still. Das ist nicht für mich, sondern für Hermine.« Er staunte nicht schlecht, als er das hörte. Ich hatte mir vorgenommen, Hermine das Kleid zu schenken. Ich würde sie überraschen und auf den Ball zurückerobern. Sie hatte es verdient, glücklich zu sein. Die Mädchen waren wohl gerade gegangen, denn Tobias stand allein an der Kasse. »Sind Sie fündig geworden, Mr. Malfoy, Mr. Sabini?« fragte er freundlich. »Ja, vielen Dank, Tobias. Wir sind sehr zufrieden«, antwortete ich und legte ihm das Kleid auf den Tresen. »Bitte lassen Sie das Kleid Hermine Granger zukommen«, bat ich Tobias. Auch er staunte nicht schlecht, lächelte jedoch nur und fragte, »Gryffindor Gemeinschaftsraum, nehme ich an?« »Ja, es wäre gut, wenn es am Weihnachtsmorgen da wäre«, sagte ich. »Wie Sie wünschen, Mr. Malfoy, wie Sie wünschen«, sprach der Verkäufer und nahm das Geld entgegen. Auch Blaze bezahlte nun sein Kleidungsstück und wir steuerten auf den Ausgang zu. »Bevor ich es vergesse«, ich hielt kurz vor dem Ausgang inne, »bitte lassen Sie nicht wissen, dass das Kleid von mir kommt.« Er nickte mir zu und wir verließen den Laden.